Einen wunderschönen guten Tag, liebe Pokémon-Freunde und Freundinnen und alle Pokémon-Begeisterten. Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Mystery Dungeon Team Blau, wo wir richtig, richtig fiese Begegnungen gestern haben mit Gengar. Aber heute ist ein neuer Tag und ich hoffe, wir können Gengar einfach mal in den Hintern treten. Am nächsten Morgen. So, wen retten wir denn heute? Ba, 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 ba. Hallo Marco, guten Morgen Jenny. Heute strengen wir uns wieder an, wie jeden Tag. Jenny, Marco. Huch, wer war das? Raupi, so süß. Oh Raupi, wie geht es dir? Bitte, bitte helf meinem Freund. Was ist denn los? Ich habe mit meinem Freund Safkon im Wald verstecken gespielt. Aber dann habe ich Safkon nicht finden können. Er ist immer noch da draußen. Kann Safkon sich von sich aus überhaupt bewegen? Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, wie ein Safkon sich bewegt hat. Ich stelle mir das ein bisschen seltsam vor, mit Safkon verstecken zu spielen. Aber ist in Ordnung. Wir retten ihn natürlich. Verstehe, verstehe. Das klingt gar nicht gut. Oh, Gengar, du. Mm. Was fällt euch ein? Nur keine Angst, wir sind hier, um deinem Kumpel Safkon zu retten. Jetzt wartet mal, Raupi hat uns um Hilfe gebeten. Glaubt ihr wirklich, ihr hättet irgendeine Chance, ihr Amateure? Was für Chancen berechnest du dir denn ein, du, keine Ahnung, vergeudetes Talent einfach nur. Was sagst du da? Ich sagte doch schon, es spielt keine Rolle, wer hier Rettung durchführt. Und derjenige, der eine Rettung erfolgreich beendet, ist natürlich der Held. Hör mal, Raupi, willst du nicht lieber, dass wir das machen? Oder gib deine Belohnung doch einfach dem Team, das deinen Kumpel zuerst rettet. Aber ich habe gar kein Geld. Ach, mach dir darüber keine Sorgen, mein Freund. Mhm. Wir können bestimmt deinen Eltern überreden, uns eine ordentliche Belohnung zu geben. Wow, ihr seid schon richtige, richtige Arschlöcher, ne? Oh je, du kannst sogar unserem Team beitreten. So einem Angriff kannst du nicht widerstehen. Wenn du bei uns mitmachst, Raupi, wirst du bei Team Übel eine große Nummer sein. Mhm. Eher eine üble Nummer. So sieht's aus, Marco. Wer zuerst kommt, siegt. Ich hoffe, sie fallen irgendwo in ein Loch, weil plötzlich ein Erdbeben ist und verschütten eine Wetterin. Und am Ende müssen wir sie retten. Keine Angst, wir retten deine Freunde. Jenny, gehen wir. Was soll ich nur tun? Ich habe gar kein Geld und ich will beim Team Übel nicht mitmachen. Bitte, Jenny, hilf uns. Yay. Wir können auch keine anderen Jobs annehmen. Also ist das heute unser Weg in den Finsterforst. Unsere heutige Aufgabe. Finsterhorst. Hier muss es sein. Safkon hat sich in diesen Wäldern verlaufen. Gengars Gang müsste bereits hier sein. Wir müssen uns beeilen. Die Musik klingt schon mal ziemlich cool. Und hey, mit einem Feuer-Pokémon haben wir ja wohl voll die guten Chancen in einem Waldgebiet. Ich hoffe einfach, dass Gengar sich selbst so sehr überschätzt und seine Gruppe, dass sie irgendwie in den Schlamassel geraten. Meine, hi, Quickel, ich werde dich zermatschen. Du hast keine Chance gegen uns. Mein Feuerriegel soll ich ja eigentlich nach vorne stellen. Oh nee, Mogelbaum. Mogelbaum ist ja kein Pflanzen-Pokémon. Egal wie es aussieht, es ist ein Gesteins-Pokémon, was voll die tückische Art ist eigentlich. Ein Pokémon, das wie eine Pflanze aussieht, aber eigentlich Gestein ist. Was heißt hier schon Mogelbaum? Es mogelt sich als Baum durch, aber ist gar keiner. Ich mag die Musik hier bisher am meisten in den Dungeons tatsächlich. Noch ein Mogelbaum. Ja, und sonst ist hier auch nichts.
Gut, gegen Mogelbaum haben wir natürlich weder als Pikachu noch als Feuerriegel eine große Chance. Okay, Mirobelass ist einfach nur Blockduft ein die ganze Zeit. Feuerriegel, du machst das schon. Ich habe seine Glut noch gar nicht. Okay, wow. Ich habe seine Glut noch nicht auf einen Schnellslot gelegt. Okay. Das sollte ich nun tun eigentlich. Spätestens jetzt. Blütenschlag und Donnerschock. Rauchwolke und Glut zusammen? Was ist denn die? Ja, warum nicht? Oh Gott, wie konnte ich zusammenfügen Attacken? Nee. Wieso habe ich das vergessen? Das konnte ich hier gar nicht machen. Oh Gott, das geht nur bei in der Stadt. Okay, es geht nur in der Stadt. Stimmt, das war bei so einem Laden, wo man das machen konnte. Muss ich dran denken, dass sobald wir diesen Auftrag durch haben, ich ein paar andere Sachen zusammen fixiere. Direkt die Treppe gefunden. So, ich nehme den linken Weg. Okay, es hätte keinen Unterschied gemacht, ob ich den rechten oder den linken nehme. Da kommt ein Myrabla erneut. Oh, ein Senior. No, es ist schon schön, die ganzen alten Pokémon mal wieder zu sehen. Ja, ein paar davon gab es in Let's Go Evoli, aber halt nicht alle. Und vor allem war Let's Go Evoli ja auch ein Spiel, das so ein bisschen wiederum aus der Reihe getanzt hat. Was ja gar nicht die üblichen Mechaniken der üblichen Pokémon-Spiele hatte. Man konnte ja nicht wirklich kämpfen gegen die wilden Pokémon. Und ich mag die Mischung der Pokémon, die hier einfach aufeinandertreffen. Der ersten drei Generationen. So weit kam ich auch noch hinterher mit den ganzen neuen Pokémon und ihren Namen. Irgendwann habe ich leider tatsächlich komplett die Übersicht verloren, was es alles für Pokémon gibt. Geschweige denn, wie die heißen, dass ich mir die merken könnte. Was mich ein bisschen überrascht, warum ist Quiekly im Wald? War Quiekly nicht ein Eis-Pokémon? Schade. Danke. Danke, Mako, dass du es getötet hast. Ich meine, Feuer gegen Eis ist natürlich auch effektiv. Lass mich ran. Wir werden wieder einfach nur nach links gehen müssen, nach komplett links. Dann wären wir bereits bei der Treppe gelandet. Ah, dieses Spiel ärgert mich immer. Mami, dieses Spiel ärgert mich immer. Es verschiebt immer die Treppe dahin, wo ich nicht bin. Feuerriegel, du machst das.
Ich dachte eigentlich, du setzt Feuer ein, aber das ist auch in Ordnung. So, da stehen wieder zwei Mugelbaum. Den Apfel kann ich leider nicht mitnehmen. Und es ist nur ein Mugelbaum. Da habe ich mich verschätzt. Passiert. Oh, Sonnenflora. Sonnenflora, auch so ein tolles Pokémon. Das nie wieder aufgetreten ist. Wie Lebersamen. Ja, ich sollte halt eigentlich ein paar Sachen mal mitnehmen. Dafür muss ich andere aber wegschmeißen oder benutzen. So, Benebersamen, was bist du? Ein Top-Elixier. Ist eigentlich auch sowas, was man nicht liegen lassen dürfte. Ich schmeiß dich einfach weg. Nehmen wir für das Top-Elixier mit. So, nicht Items, Attacken. Ich will dich... Das bringt halt nichts mit Elektro, also Ruckzuckhieb. Danke, Feuerriegel. Marco ist hier einfach MVP in dem Forest. In der Forest. So, wie Senior. Bei dir könnte halt Donnerschock zumindest was bringen. Visor. Was, Visor? Warst du nicht Visor? Ach, die Weiterentwicklung war wie Senior. Ja, und solche Kleinigkeiten habe ich dann auch manchmal. Dass ich einfach vergesse, was da nun die Weiterentwicklung war und was die erste Stufe vom Namen her. Aber so im Groben kenne ich es zumindest. Wie gemein ist das denn, dass es hier dunkel wird und man die Pokémon erst sieht, wenn sie vor einem stehen? Aber ja, ich erinnere mich, dass es so einen Kniff irgendwann mal gab. Schalocco? Oh, und von hinten kommt Visor. Feuerriegel, kriegst du das hin? Danke, du bekommst das hin. Superheld. Bist heute wirklich MVP. Marco, danke für deine Hilfe. Einfach alles weggegrillt hier. So muss das. So, ich meine, wir haben die Treppe schon gefunden. Ich wollte nur ein bisschen umherlaufen. Um mich voll zu heilen, wenn ich ehrlich bin. Also können wir jetzt weiter hoch. Ebene 6. Oh, Knilt. So süß. Klar ist Elektro nicht sehr effektiv. Warp-Ohr brauche ich nicht. Gott, ich weiß, Schalocco war auch wieder so ein Doppelding mit einem anderen Käfer-Pokémon, das genauso aussah, von dem ich den Namen aber gerade nicht im Kopf habe. Ich weiß, es wurde daraus, eins wurde Papinella und eins war mal wieder eher so ein... so eine Motte? Habe ich das gerade richtig im Kopf? Aber nicht Omot. Weil Omot war
glaube ich, noch aus den ersten Generationen. Das Gegenstück zu Smetbo. Sonnenkern! Nee, nicht Sonnenkern. Sonnenflora. Die Weiterentwicklung von Sonnenkern. Yay. Oh, Sonnenkern war auch so süß. Attacken. Okay. Oi! No! Sie klaut meine Energie! Stirb! Dieser dunkle, dunkle Wald. Wie kam denn Safran so tief in den Wald? Kleine Kinder sollten doch gar nicht allein im Wald spielen. Auch keine kleinen Raupis oder Safkons. Ich meine, ich habe da auch mal so eine komische Mutprobe gemacht, wo ich nachts alleine im Wald war. Wo mich dann irgendwann so eine, ich weiß nicht, Frau aufgelesen hat, die total besorgt war, weil ich irgendwo allein am Waldrand rumgelatscht bin. Mann, ich bring dich jetzt wieder zu deiner Schwester und deinen Eltern. Ich war so genervt, weil ich wollte eigentlich gar nicht zurück. Ich dachte nur, lass mich doch in Ruhe. Aber nun. Sie hat sich halt Sorgen gemacht. Wenn ein Kind allein im Wald oder am Wald herumläuft, ist das irgendwie auch verständlich. Wir könnten mal so einen Georock-Brock benutzen. Geradax. Oh Gott, Geradax ist doch auch eine Weiterentwicklung, oder nicht? Aus was wurde denn Geradax? Bin gerade ein bisschen überfragt. Yay, mein Level ist gestiegen. Und ich bin vollgeheilt. Mako leider nicht. Kriegst du Knilze allein hin? Oh. Ist auch noch. Okay, aber Paralyse hat ja nichts ausgemacht. Gut, gut gemacht, Mako. Ich bin stolz auf dich. Das Knilz ganz alleine besiegt. Ich hasse Paralyse. Ich wollte nicht die Position tauschen. Ich wollte mich eigentlich nur drehen. Im Moment bin ich nicht mehr paralysiert, wollte ich schon sagen. Ja, nun. Sterbknallt. Du gehst mir auf die Nerven. Okay, da hinten haben wir nichts. Oben entlang dürften beide Wege, glaube ich, das gleiche Ergebnis erzielen. Ja, nämlich, dass es nirgendwo weitergeht. Feuerregel, kümmere dich darum. Töte es. Wo benutzt du denn kein Feuer? Egal, es ist tot. Jetzt müssen wir Feuergel nur mal wieder voll bekommen. Oh, dafür darf es jetzt natürlich nicht einfach noch weiter verletzt werden. Oh, dann mache ich das mal. Statusveränderungen dürfen wir ja keine haben. Genau, sonst sollten wir einen Pfeil auf den Kopf. So, Feuerregel. Ich meine, ich will dich voll haben, bevor wir das nächste Level betreten. Weil ich weiß ja nicht, an welcher Stelle wir auf Gengar und seine Leute treffen. Mein Magen knurrt. Okay. Es passiert tatsächlich, dass dein Magen irgendwann knurrt. Ich meine, das ist unser erstes Mal, außer da im Tutorial dazu. Und ich weiß immer noch nicht, was genau das bringt, das zu essen, und was es sonst bringt, wenn der Magen knurrt, aber hm.
Oh Gott, du warst doch auch so süß. Dieser Marienkäfer. Pokémon. Ladybar. No.